Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer Folge Let's Play Smite. Wie immer um 12 Uhr geht's jetzt weiter. Wir haben heute den 6.10., also ist alles recht aktuell, was ich jetzt aufnehme. So, wir haben letzten Mal hier so ein paar schöne Items gefunden, wie hier so ein Buchhalterteil. Und dieses Teil, dieses Gerät ist mir noch ein bisschen rätselhaft, was das ist. Das weiß ich noch nicht. Ich möchte mich gerne in dieser Folge wirklich mit dem Hausbau ein bisschen beschäftigen. Oder wollen wir hier Terraforming machen? Ist alles noch offen. Schwer zu sagen, was wollen wir machen? Allein schon die inneren Wände. Ich weiß nicht, die inneren Wände, die habe ich irgendwie vor. Warte mal. Habe ich hier vielleicht noch ein paar von diesen Blöcken gebrannt? Genau, vielleicht mit Steinziegel. Ich gucke mir das mal eben an, wie das aussehen würde. Wenn mal die Wände... Weiß nicht, so Steinziegelwände? Setzen wir sie mal so hin. Ja, okay, wir können ja mehrere Blöcke benutzen. Wir machen tak, 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 tak. So, dann machen wir vielleicht mal hier einen Rahmen um die Tür sozusagen, die hier später rein soll. Ja, so können wir das Ganze doch machen. Und dann müssen wir später gucken, wie wir das Ganze hier dekorativ einrichten. Das Ganze auch später gut aussieht. Dann können wir hier drehen mit Holz. Hier so rumbauen. Nehmen wir jetzt mal an. Beispielsweise. Wir müssen ja gucken, wie das Ganze aussieht. Ja. Ja, sag ich mal, ne? Allerdings, sie brauchen ja an sich ja keine Türen. Wir sind ja hier bei uns drin. Dann ist es doch sinnvoll, wenn wir es so machen. Oder? Ach, so ist doch viel besser, oder? Machen wir so. Soll ich da doch viel mehr von. Dann können wir hier alles schick einrichten und das war halt hier ein schönes Haus haben halt. Ja. So ist das Ganze auf jeden Fall schon mal ganz schön. Hier können wir später auch nochmal einen Raum hin und... Es kann schön werden, aber ich kann wie gesagt auch richtig verkacken. Vor allem diese Wand, die ist halt noch so leer, da müssen wir noch schauen, was wir genau da machen. Wir müssen schauen. Naja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen... Obwohl, ich weiß doch gar nicht, wie wir hier außen bauen. Wir brauchen erstmal einen Plan. An manchen Stellen können wir ja, wie gesagt, noch von oben nach außen gehen. Ach, wir bauen jetzt erstmal das unterste Stockwerk fertig. Ja, Leute, wir denken erstmal nicht so viel nach. Wir können erstmal einfach bauen und dann nach und nach aufbessern alles. Ich denke, das ist auch so... So ist es gut, wenn ich das so machen würde. Jetzt nicht so viel auf einmal vornehmen, weil sonst ist einfach... Ja, sag mal, so viele Aufgaben und... Ja, kein Schimmer, was wir dann am Ende letztendlich machen. Du bist kein großer Baum. Also du bist schon groß, aber kein dicker Baum, ne? Also vom Sinne von, du gehst jetzt links und rechts vom Baumstamm her, ne? Du hast nur viele Blätter da oben. Ist ja fast schon wie mein Penis. Wahnsinn. So, die Soundtracks sind übrigens immer noch von Oblivion. So, ist egal, welche Bäume ich fälle, denn wir pflanzen eh hier überall immer wieder neue.
Halt aber da, wo die Bäume nicht im Weg stehen. Weil ich bin ein Mensch, der achtet doch darauf, dass am Ende, wenn alles fertig ist, doch die ganze Umgebung stimmig ist. Das heißt, keine komischen geraden Ränder und was weiß ich. Es muss halt alles irgendwie passen. So, solange Tag ist, können wir hier erstmal ganze Holz hier fällen. So. Aber das mit diesen Vögeln im Background und diesen ganzen Sounds mit dem Wind manchmal, das kam sehr positiv an, dass ich das so hinzugefügt habe. Also mich hat es gewundert, dass ich da ein bisschen Feedback bekommen habe. Das ist schon mal sehr gut. Und neben Smite ist ja momentan Minecraft tatsächlich das Projekt, was am besten läuft. Was ich halt auch wirklich geben wird tatsächlich. Ah, wollen wir auf gut Glück machen? Der ist ja ein Hund. Ein Knochen reicht wahrscheinlich nicht, aber ja, wir haben es versucht. Aber so ein paar wilde Hunde will ich auch in der Umgebung haben. Ich will ja nicht, dass alle Hunde, ne, so sind halt, wie sie sind. So ein paar wild lebende Wölfe sind in der Umgebung natürlich auch schön. Müssen ja nicht alle wie der Hund an mir gehören. Katze lebt auch noch. Das ist sehr gut. Wir müssen gleich mal auch gucken, nochmal wegen Essen. Das können wir ja gleich auch noch machen. Kein Stress auf der Titanic. Und dass die Bäume so Sticks fallen lassen, ist logisch, aber weiß nicht, ob ich davon ein Freund bin. Das bämmt doch nur das Inventar zu. Natürlich kann ich aus den Sticks dann wiederum endlich, kann ich halt so Zäune machen. Aber mal schauen. Wer weiß sowieso, wie wir unser Haus, wenn wir das Grundgerüst haben, aufbessern werden nach und nach. Bestimmt auch krass. Holz haben wir. Oh, bald schon zwei Stacks von Baumstämmen. Dann ziehe ich dann zuerst erstmal die Baumstämme hoch. Und dann, ja, mal gucken, wie wir das nächste Stockwerk dann machen. So. Eventuell sollte ich auch langsam mal anfangen, neue Bäume zu setzen. Damit wir nicht so weit laufen müssen beim nächsten Mal, dass wir hier wieder Holz haben. Ja, mir fällt es aber mal so lange Holz, bis meine Axt kaputt ist. Wir haben nur eine Axt, ne? Ja. Und bis du kaputt bist, fällen mir jetzt die ganze Zeit Bäume. So. Ah, ein Baum geht doch wohl noch, oder? Ah, da geht noch ein Baum. Meine Axt hält ja ordentlich was aus. Jawohl. Auf Stack genau. Drei Stacks hat meine Axt rausgeholt. Das hat sich ja richtig gelohnt. So, wir haben 15 Dinger hier. Setzen wir sie gleich neu, wenn wir schon dabei sind.
Aber nicht zu viele, weil ich habe immer Angst, dass da große Bäume raus werden können. Ja, notfalls fackeln wir die halt eines Tages ab. Man sollte es vielleicht nicht so nah mein Haus platzieren. Nachher brennt dann mein Haus weg. So, es wird Nacht. Aber da ist ja wieder ein Tintenfisch dabei zu sterben. Warum sterben eigentlich die Tintenfische in Minecraft im Wasser? Könnte mir das einer sagen? Das wäre so eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Oder ist das im echten Leben etwa genauso? Also übel bezweifle ich das. Weiß nicht. Ich glaube hier. Hier war, glaube ich, das normale. Also ich muss kurz mit der Hand abbauen. Ein weiterer Aspekt theoretisch hier ist, weil hier oh Gott, Phantome, sie wollen mich angreifen beim Bauen. Mein Gott, meine Katze faucht die Gegner und hoffentlich nicht mich. Warte, ich will einfach von euch töten, damit ich diese Phantomdinger gleich mitkriege. So, wo habe ich meine Äpfel? Da. Ja, Katze, beruhig dich, nicht fauchen. Ja, wir müssen auf freiem Gebiet. Dann können wir besser kämpfen gegen die. So, den haben wir gegeben. Ist ja noch einer. Deiner hat mich gerade ein bisschen erschrocken, tatsächlich. Jawohl, Kampf in der Nacht. Einen haben wir. Aber der hat keine Phantomdinger gedroppt. Also ich weiß halt noch nicht, was er mit denen richtig machen kann, aber es ist halt. Ja, man hat halt, ne? Wie heißt das Item nochmal? Phantomhaut, genau. Was man genau mitmacht, habe ich halt wirklich noch gar keine Ahnung. Aber das Spiel hat recht. Ich sollte einfach schlafen gehen. Hey! Hier im Regen schlafen wir. So. Dann werden wir noch ein paar Steinziegel. In der Theorie
könnten wir jetzt sagen, wir machen jetzt die unterste Schicht mit diesen Steinziegeln. Können wir sagen.